Da kann man sehr, sehr viel damit spielen. Da habe ich unheimlich viel mich beschäftigt, damals schon. Ich rede jetzt von der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre war das. Und ich sagte, hat es das in Deutschland nicht gegeben. Jetzt hätte selber was wisst ihr wissen. Ja, weil das ist mir noch nie passiert. Ich habe das vor Bilder auch schon öfters auch angeschaut. Und jetzt hat, ich mache dieses System an die Nase, dann weiter weg, dann ist Und es wieder. jeder hat sein eigenes System, aber erzählen wir uns erst weiter. Ja, darum geht es mir gar nicht. Da hast du das, was normal ist. Dieses, dass es so wie nach hinten geht, die Bilder, ja? Also Das wie in ist 3D. Pass einer. auf, Genau. der Haupttrick ist also der, dass du als normaler Mensch, das ist immer Oberfläche, ich habe das schon mal angesprochen, kann ich was sehen, ohne dass ich das sehe? Wir haben da vier Seiten. Und es kann durchaus was, wenn ich jetzt sage, wir haben das erste Mal eine Welt, dass ich jetzt mir was vorstellen kann, zum Beispiel Wassermolekül, das ich eigentlich gar nicht sehe. Das ist ein reines Konstrukt, das ich feinstofflich vor mich hinstellen kann. Ich kann natürlich auf der VR-Brille auch eine Zeichnung dann haben, aber das sind Dinge, die du eigentlich gar nicht siehst, weil das reine logische Konstrukte sind. Genauso ist es vieles im Universum, weil das eine so unvorstellbar groß oder so unvorstellbar klein ist, stellt man sich halt da ein Bild vor. Es gibt aber dann noch einen anderen Bereich. Pass auf, wenn du jetzt zum Beispiel sitzt, du hast jetzt die Brille auf und du denkst dir, das wäre eine VR-Brille. Ja. Das habe ich oft angesprochen. Und jetzt ist es, kann auf der VR-Brille was sein, ohne dass du das siehst. Und da sage ich ja, weil wir haben das große Problem, dass wir jetzt eigentlich die Augen uns denken wie zwei Kameras und dann stellen wir einen gewissen Blickwinkel ein. Ja. Jetzt sind diese zwei Augen, die zwei Retinas der Augen symbolisieren die Gläser deiner VR-Brille. Du hast hinter der VR-Brille stellst du den Winkel ein. Wenn du jetzt deinen Blickwinkel veränderst, okay, verändert sich deine sinnlich wahrgenommene Information. Das entspricht aber, wenn du den Kopf drehst. Das Ja. heißt also, das Bild auf der VR-Brille verändert sich nur, wenn du den Kopf drehst. Denk dir mal, ich hätte jetzt eine VR-Brille auf, zwei Monitore und ich drehe den Kopf, dann verändert sich das Bild auf der VR-Brille. Du Richtig. kannst aber durchaus auch was verändern, ohne was zu verändern. Klingt jetzt unlogisch, jetzt schau mal, ohne den Kopf zu bewegen, auf deine Tastatur. Ja. Schau auf die Tastatur, Ja. ohne den Kopf zu bewegen. Den Kopf habe ich nach unten, dass das ziemlich gerade ist, okay? Und jetzt musst du wissen, wenn du jetzt lass die Brille auf, dass du das Gefühl für die Brille hast. Ja. Du hast jetzt, wenn jetzt das VR-Brille wäre, hast du ja gewisse Ordnung nur auf diesen zwei Monitoren, das sind ja nur zwei Bilder. Ja. Hast du eine gewisse Pixelanordnung. Wenn du den Kopf jetzt nicht bewegst, verändert sich überhaupt nichts auf deiner VR-Brille. Ja. Das Pixelarrangement verändert sich ja nur, wenn du den Kopf bewegst. Du Ja. kannst jetzt aber hinter der VR-Brille deine Augen, die Becken, Augen, AGN hast du ja die Becken Ja. sind polare Ecken. Das sind diesen Blickwinkel, wo du einschätzt. Ich mache jetzt das Beispiel, halt den Kopf steif und schau mal jetzt auf die Plus-Taste. Schau nur die Plus-Taste an. Dann ziehst du die Plus-Taste und da sind ja drei Zeichen drauf auf der Plus-Taste. Ja. Das Plus, das Sternchen drüber und rechts daneben die Schlangenlinie. Ja. Und jetzt ohne den Kopf zu bewegen, bewege ich einmal die Augen, den Blickwinkel auf die Taste Q. Ja. Das Kopf heißt der Affe und da ist der Klammeraffe drauf, so nennt man das Ad-Zeichen. Ja. Ad, AT heißt übrigens auf Hebräisch du. Ja. Du bist der Affe. Und was jetzt interessant ist, es verändert sich deine Information, deine sinnlich wahrgenommene Information. Es verändert sich aber, wenn du nur die Augen drehst, nicht die Information auf der VR-Brille, sondern Ja. du fokussierst in der VR-Brille nochmal was an. Ja. Okay, und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Das ist bei dir drin. Du kannst zum Beispiel, das ist jetzt blöd, weil man jetzt müsste ich vor dir sitzen. Du wirst feststellen, dass du immer gezwungen bist, auf irgendwas dich zu fokussieren. Du bist nicht in der Lage, dich ins Leere. Viele Menschen haben totale Probleme, ins Leere zu starren. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich schiele. Die müssen dann immer den Finger hin und her tun. Verstehst du? Ich kann das zum Beispiel die Augen verdrehen, bewusst. Das mache ich, wenn ich jetzt den Finger hinhalte, fokussiere ich doch diesen Punkt an. Kannst du dir Ja. vorstellen, ne? Und wenn ich den näher mache, drehen sich doch automatisch die Augen nach innen oder nach außen, wenn ich das mache. Das ist Ja. jetzt, du veränderst, genauso kannst du jetzt auch dahin fokussieren. Du veränderst praktisch immer den Blickwinkel. Das heißt, die zwei Augen sind jetzt in der Mitte, weiter weg, zusammen. Nasenspitze wäre dann ein bisschen nach unten. Und wenn ich jetzt da nach links erwähne, ohne dass ich den Kopf bewege, haben wir gerade gemacht, wir haben auf die Plus-Taste geschaut, da hast du Ja. die Augen so gestellt, das ist ja ein gewisser Winkel,
und dann hast du dich rübergezoomt auf die Q-Taste. Ja. Du veränderst praktisch die Ecke, in die du reinschaust. Ja. Das Verhältnis. Das ist einmal ganz grob, halt es einmal fest. Ja. Okay? Das ist einmal, und das ist jetzt interessant, ich würde jetzt Folgendes machen. Du denkst jetzt einfach einmal, wir wären jetzt in einem Raum, das ist wichtig, sonst geht es nämlich nicht. Und ich sage normalerweise, ich halte den Finger hoch oder ich nehme einen Löffel und dann sage ich so, wenn ich jetzt 2-3 Meter vorher bin und ich sage mal, schau mal genau an die Stelle, wo jetzt mein Finger ist, wenn ich den Finger so hoch halte, ganz hoch. Ja. Schau genau auf meinen Finger und dann sage ich nicht, schau auf meine Nasenspitze. Dann drehst du zwangsläufig, warte mal, ich muss ganz kurz den Heiko dazu nehmen. Den nehme ich mir dazu. Heiko, jetzt der Hund. Da ist er wieder. Du, ich habe gerade mit der gleichen Frau gesprochen, der ich schon den Auftrag gegeben hatte. Und sie sagt, sie hat das heute Morgen um 9 Uhr gemacht. Mehr wollte man nicht wissen. Wenn die das um 9 Uhr gemacht hat, dann ist es doch okay. Okay. Dann kann ich weiter sein, wisst ihr, wenn zuhören. Will nicht stören, Martina? Ja, du störst mich. Ja, störst nur, weil ich gerade angerufen hat. Ich wollte jetzt nicht bei mir mit dem Computer rumdauern und jetzt habe ich sie zurückgerufen. Und ich wusste ja, dass du halt. Gesundheit. Ich mache mal, weil sie gehabt hat, das Thema, wo wir haben, ist diese 3D, diese Schildbilder. Kennst du diese Schildbilder? Kennst du das? Ja. Diese verschmierten Sachen. Da habe ich ihr gerade so ein paar Sachen erzählt, was da eigentlich die Eigenart ist. Das geht eigentlich schon zurück auf Meditationsübungen. Ich habe übrigens da was ganz was Heißes gebaut. Das kann nützt jetzt aber nichts, wenn ich euch sage. Das habe ich selber konstruiert, wo du hier Gegenstand vor dir voll materialisiert ein Quadrat schweben lassen kannst. Das ist noch viel, viel heißer. Da haut es die Leute immer weg. Das habe ich in Almena schon dabei gehabt. Darf ich kurz trotzdem noch mal was anmerken, bevor wir weitermachen? Weil das passt dann wahrscheinlich dazu. Wo ich doch gesagt, es geht wie nach hinten, ne? Und wenn ich eine andere Stellung von den Augen, was du gerade gesagt hast, ich schaue dasselbe Bild an, tust von mir weg und tu die Augen verstellen und plötzlich kommt das Ganze, geht nicht nach hinten, sondern schwebt frei im Raum. Es schwebt, ich kann das anfassen, es schwebt. Es ist frei, das ist, weil ich dir gerade erkläre, ich habe dann nochmal selber was gebaut, dass das so verblüffend ist, das sind zwar bloß 2 Punkte mit dem Schild, das kann man relativ machen und dann habe ich am Stammtisch noch gezeigt, dass du das auch mit Gegenständen mit 2 Dampfer machen kannst. Dass ich jetzt zum Beispiel 2 Dampfer nehme, da habe ich hier so einen kleinen und einen großen, pass mal, nehmen wir mal einen dunklen, muss ich mal so machen, dann sieht es besser aus. Schau, ich habe jetzt einen Dampfer, okay, und dann habe ich nochmal einen Dampfer. Ja? Und jetzt wird es interessant, wenn ich die jetzt vor mich hinhalte. Das könnten wir jetzt eigentlich, wenn du das Bild groß hättest, kannst du das probieren. Kannst du genauso schillen, wenn du jetzt die Augen einstellst, dass das eine Auge den anschaut und das Auge das ja nur, ich muss das ja nur drehen. Okay? Ja. Dann, wenn du die Augen jetzt reindrehst, was man immer mit dem Finger so macht, das kann man irgendwann, musst du trainieren, dass du, wenn du den Finger nimmst und den Finger wegmachst und du folgst dem Finger, dann folgt ja die Augenpupillen gehen ja so. Und dann trainier mal, dass du das machen kannst ohne Finger. Dass du praktisch die Augen mit dem Finger nach innen drehst und nach außen drehst. Du schaust praktisch ins Nichts. Ja. Wenn du das kannst, hältst du dir, ich mache jetzt einmal, da kann man Bilder machen, aber irgendwelche Gegenstände, da ist es jetzt ganz toll. Ich müsste euch einmal diese, probier das einmal. Wenn du, Heiko, das machst auf Augenhöhe, dann wirst du feststellen, wenn du das verdrehst, dass in der Mitte nochmal ein drittes entsteht. Ja. Pass auf, jetzt ist es wichtig. Da gibt es jetzt, müsste ich, wie hast du jetzt das weiß ich jetzt nicht, wie das blöde Ding hast. Die Verschadreh. Da gibt es ein Video. Das sind halt hier 3 Flächen. Du musst dir vorstellen, das ist eine große Tafel. Da habe ich Folgendes drauf gemacht. Da sind 2 Kreise drauf. 2 Kreise nur aus Pappkarton. Da ist einer rot und einer blau. Dann sind 2 so Quadrate, so spitz wie eine Kachel. 2 Stück und 2 Rechtecke untereinander. Da ist immer die eine Seite rot und die andere blau. Die andere rot, die andere blau, die andere rot, die blau. Die sind diese Reihen, wenn du magst. Und du fängst, sagst du mal, in der Mitte sind die 2 Kreise. Drüber sind, glaube ich, die 3 Dreiecke. Müsste ich jetzt herholen. Wenn du jetzt schillst, passiert Folgendes. Das wäre jetzt bei den Dampfer, dass wenn ich die 2 Dampfer hinhalte und schill, das kann man trainieren. Wenn du genau den Winkel einstellst, dass das Auge den anschaut und das Auge den anschaut, dann entsteht in der Mitte zwischen diesen 2
entsteht ein Dritter, weil die denken sich ja, aber das ist jetzt das Verrückte, dass du mit Konzentration feststellst, dass einmal der vorne ist oder der vorne ist. Verstehst du? Weil die überschieben sich und welcher vorne ist. Jetzt der Schwarze, ich mach's nochmal näher, oder der. Die wechseln, wenn du das genau starr hältst und dich hinschaust, hast du rechts den, links den und der in der Mitte verändert ständig die Farbe. Wenn ich jetzt zwei Kreise habe, einen roten und einen grauen Kreis, wenn du mittig bist und du hast keinen Einfluss drauf, Heike, dann ist in der Mitte ein Kreis, der ist violett. Du wirst ständig wechseln, dass der ständig zwischen Rot und Blau hin und her schwankt, aber gestochen scharf ist. Vorausgesetzt, du kannst die Augen starr halten. Aber du wirst feststellen, dass das Auge oder das Auge einmal dominanter ist und darum ändert er die Farbe. Und am Dampferschab habe ich die Dinger, diese Bilder nicht, darum habe ich einfach so einen hellen und einen dunklen Dampfer genommen. Und wenn du die jetzt, also die stehen, sagst du mal rechts und links, durch das Schild, schiebst du nochmal in der Mitte an rein, der gestochen scharf wird, wenn du die hinhältst. Aber du wirst jetzt feststellen, dass einmal der Dunkle im Vordergrund ist oder der Helle im Vordergrund ist. Das ist wie ein Zauber. Das war der erste Schritt. Und das ist, kennst du das Bild, die Tänzerin, diese Imagination? Heiko, kennst du das, die Tänzerin? Dann schicke dir den Link. Pass auf, das ist eine optische Täuschung. Wir machen das einmal. Ich schicke mal ganz kurz den Link. Übrigens habe ich das gerade mit euch beiden gemacht. Ich habe euch doch jetzt nebeneinander. Da habe ich eben drauf geschielt und dann kommt auch mal der Oder in den Vordergrund, mal die Martina. Was ich noch sagen will, bei diesen Bildern, das sind ja wie zum Beispiel ein Feuerdrache oder sowas. Und das ist ja wie gefühlt. Also der Drache oder das Herz, machen wir es einfacher, wäre das Gefühlte. Und wenn ich diesen Schielblick, dass es nach vorne ist, wird das zum Leeren und was anderes steht dahinter und ist gefühlt. Ich sehe da nur noch Konturen, als wenn das leer ist. Und du ausschneidest und einen Scherenschnitt nur siehst. Es wird alles wie rumgedreht. Hallo? Ja. Schon mal dran. Das ist irre, weil wie als wenn ich ein Blatt Papier hätte, schneide das Herz aus, dann sehe ich ja die Konturen von einem Herz. Und bei dem Normalen ist, da sehe ich das volle Herz. Also völlig irre Sachen passieren da. Hoppala. Ich muss jetzt hersuchen, weil der Link löscht war, wo ich normalerweise benutze, habe aber einen anderen hergesucht. Okay, jetzt passt auf. Das ist ja immer das Erste, dass du das Prinzip begreifst. Dasselbe, wenn du jetzt die zwei Bilder hast, die sind jetzt aber ungleich groß. Wenn man das jetzt macht, wird es interessant, wenn jetzt zwei nebeneinander sitzen im selben Abstand. Kannst du, wenn die jetzt so einen Meter oder was auseinander, je nachdem mit dem Schillen Folgendes machen, dass ein dritter Kopf in der Mitte entsteht, der genau wie beim Morphing aus beiden Köpfen eine Mischung ist. Und wenn die gleich sitzen und du verschiebst die Augen, ich mache immer zuerst das Erste, ich mache einen roten Kreis, 10 cm und meinetwegen hier 15 cm vom Papier am blauen Kreis. Und dann schillst du und dann kriegst du in der Mitte zwischen den zwei, kriegst du nochmal einen Kreis und der ist im Idealfall, wenn du total mittig ruhig bist, ist der violett. Du wirst jetzt ständig merken, dass der die Farbe verändert. Und du hast am Anfang keinen Einfluss drauf. Dann kannst du ihn violett machen und irgendwann kannst du, ohne dass du an den Augen was machst, nur durch dein Denken, kannst du den rot und blau machen, den mittleren Kreis. Ich habe dir jetzt gerade den Link geschickt von der Tänzerin. Heiko, klick den einmal schnell an. Ja. Pass auf, das ist ganz verrückt, wenn du die anschaust. Könnte ich jetzt viel dazu sagen, die dreht sich ja. Okay? Und jetzt frag dich, dreht sich die rechts oder links rum? Das gibt auch, das kenne ich, es gibt auch so einen Zug, entweder fährt er in die Richtung oder in die. Aber was jetzt hier ist, dass du wirklich probierst und du kannst nur durch dein Denken, wenn du die anschaust, die Drehrichtung verändern. Ja. Du kannst, das ist am Anfang, mache ich immer einen Trick, das haben die am Stammtisch das nicht hinbracht und dann ist viel, was hilfreich ist, manchmal, da gibt es verschiedene Versionen, dass ein kleines Auge in dir drin ist, dann geht es besser. Und ich habe zu denen gesagt, wenn die sich jetzt dreht, du schaust, ob die sich rechts oder links rum dreht, dann machst du die Augen zu. Und dann denkst du dir bei geschlossenen Augen die Tänzerin und du denkst dir die andere Richtung. Und ich habe dann immer gesagt, mach eventuell mit dem Finger. Das hilft zum Beispiel auch, die Augen zumachen. Wenn die sich jetzt rechts umdreht, machst du so. Muss ich mal da, wenn er Licht macht. Machst du so, okay? Du siehst die und dann machst du so. Und dann machst du die Augen zu und dann drehst den Finger bei geschlossenen Augen so und denkst dir, die dreht sich ja so rum. Dann machst du die Augen auf und dann dreht sie sich andersrum.
Und das ist nur Hilfsmittel. Und du kannst rein durch das Anschauen, kannst du hier mit dem Kopf, kannst du die Drehrichtung verändern, weil die sich weder so noch so dreht. Das ist auch so ein Phänomen. Ich will jetzt da nicht drauf eingehen, was jetzt die Martina sagt. Und das war jetzt, wo ich gerade aufgehört habe, wie du angerufen hast. Was ich normalerweise mache bei Leuten, du hast Schwierigkeiten, was anzufokussieren, wenn nichts da ist. Ins Leere zu schauen. Du hast einen unheimlichen Mechanismus, immer irgendein Objekt anzufokussieren. Immer daran denken, da außen ist nichts. Es ist eine VR-Brille. Das war gerade das Beispiel. Das Bild auf der VR-Brille, Heiko, ändert sich nur, wenn du den Kopf, denk mal, du hast eine VR-Brille auf. Die reine Pixelstruktur auf der VR-Brille verändert sich durch das Bewegen des Joysticks. Das hast du durch den Kopf nach oben, nach unten drehen. Wenn ich jetzt ohne den Kopf zu bewegen auf die Tastatur schaue, das habe ich gerade mit der Martina gemacht, dann kann ich meinen Blickwinkel verändern. Du kannst, halte mal den Kopf starr. Wenn du jetzt einfach so schaust, hast du auf der VR-Brille eine gewisse Struktur. Wenn du jetzt deine Augen hinter der VR-Brille verdrehst und du schaust auf die Plus-Taste, ich mache immer gerne das Beispiel, dann wirst du feststellen, auf der Plus-Taste haben wir Plus, das Sternchen drüber und die Schlangenlinie. Wenn du jetzt ohne den Kopf zu bewegen, nur durch das Drehen der Augen auf die Kopftaste schaust, auf den Buchstaben Q, dann siehst du den Klammeraffen drunter. Das heißt, es verändert sich deine Information, deine sinnlich wahrgenommene Information, ohne dass sich etwas auf der VR-Brille verändert, weil du den Kopf ja nicht bewegst. Das heißt, du selektierst auch der Inhalt der VR-Brille ist nochmal ein Chat, wo du nochmal eine Schicht dahinter hast, wo du einen Blickwinkel einstellst und was rausselektierst. Jetzt werde ich ja, wenn genau, glaub mir, das sind immer noch sehr oberflächlich. Du merkst, wenn da mal genau was passiert eigentlich, jetzt mit der VR-Brille merkst du, ich kann durchaus auf der VR-Brille was haben, was ich nicht sehe oder was ich sehe, obwohl es auf der VR-Brille ist. Weil Ja. du noch eine Selektion dahinter hast. Und Ja. jetzt, was interessant ist, wenn ich spiele mit meinen Burschen am Stammtisch, du stellst dir jetzt vor, wir sind am Stammtisch, das geht jetzt hier natürlich nicht am Monitor. Und dann, wenn ich jetzt so, wie ich jetzt vor dir bin, halte ich Finger in den Raum rein, ich mache jetzt, ich weiß nicht, wie weit das Kamerablickwinkel ist, ich halte den Finger in den Raum rein und dann so gestreckter Hand und ich sage, schau mal auf meine Fingerspitze. Und du denkst dir jetzt vor, die sitzt da oben und du schaust auf die Fingerspitze. Und dann sage ich, und jetzt schau bitte, einfach konzentriere dich auf die Fingerspitze und jetzt schau bitte auf meine Nasenspitze. Und dann musst du den Kopf drehen, in der Regel, und schaust auf meine Nasenspitze. Und dann sage ich, jetzt schaust bitte genau auf meine Fingerspitze, das mache ich dann zwei, dreimal und dann sage ich wieder, schau auf meine Nasenspitze und jetzt genau aufgepasst. Jetzt schau genau an die Stelle, wo meine Fingerspitze war und während du auf meine Fingerspitze schauen willst, tue ich die Hand einziehen. Jetzt musst du genau an den Punkt in den dreidimensionalen Raum hinschauen, wo aber der Finger nicht mehr ist. Und du wirst feststellen, der normale Mensch hat keine Chance, du klickst sofort wieder irgendwie an die Wand. Das ist nämlich, es erfordert, dass du einen Blickwinkel ins Leere richtest. Und das ist am Anfang unheimlich schwer. Darum haben auch viele Leute bei diesen 3D-Bildern, bei diesen geschlängelten Linien, die dann, wenn du schielst, der meiste Trick ist auf die Nasenspitze, dann hin und her. Was du letztendlich machst, du stellst einen Blickwinkel ein, wie ich das immer Ja, so mache. Und ja, den musst du starr halten. ja. Und wenn du jetzt da rumprobierst, dann kommt irgendwann einmal, indem du den Blickwinkel veränderst, kriegst du irgendwann einmal den Fokuspunkt. Das passiert nämlich das mit den zwei Sachen. Die Schlangenlinien siehst du nicht, aber durch den Blickwinkel verschiebt sich was und jetzt kommt das in der Mitte. Wenn ich die zwei Punkte anschaue, schaue ich mir den rechten und den linken Punkt an. Durch das Schillen tausche ich, die Seite geht in das Auge und die Seite geht in das Auge. Und dann habe ich zwei Kreise aber verdreht und das erzeugt eine Synthese in dem genau in dem Winkel, den ich denn exakt einstelle, in Bezug auf das Objekt. Dann kriege ich die Synthese als drittes Objekt, das eben rot und blau gleichzeitig ist, aber gestochen scharf. Wenn es ideal ist. Und jetzt stellst du, dass du irgendwann einmal den mittleren Kreis, du siehst dann drei Kreise, die sind gestochen scharf. Was du jetzt aber machen musst, du darfst dabei deinen Blickwinkel nicht verändern. Du musst mit dem Geist schauen. Ja. Du kannst jetzt auf meine Nasenspitze schauen und wenn ich den Finger hochhalte, wie viele Finger sind es, und du schaust dabei auf die Nasenspitze, musst du geistig wohin konzentrieren, ohne dass du deine Augen bewegst. Das ist der Ja. Trick bei den 3D-Bildern. Das kann der normale Mensch fast überhaupt nicht. Die haben extreme Schwierigkeiten. Einfach in einen dreidimensionalen Raum reinschauen, ohne dass du ständig mit deinem Mechanismus deine Augen nachfokussierst. Und die 3D-Bilder, was du gerade sagst, ist der erste Schritt, dass die meisten gar nichts sehen.
das war für mich ein gefundenes Fressen. Ich habe die das erste Mal Ende der 80er Jahre in Hongkong. Da hat es das in Deutschland überhaupt noch nicht gegeben. Ich habe festgestellt, wenn ich in Taiwan zum Beispiel bin, wenn ich auf einer Konsumermesse war, da gibt es so viel diese ganzen, diese Gimmicks, dieses Japan-Scheißdreck an Spielzeug und so Zeug, dass das, was die auf die Messen zeigt haben, ist bei uns 2, 3 Jahre dann irgendwie in den Laden kommen. Weißt du, so Gimmicks, so Spielzeug und alles Mögliche, das hat es in Taiwan schon mal 2, 3 Jahre vorher gegeben, bis das bei uns in die Laden gekommen ist. Da sind Einkäufer, die gehen zu Konrad und so Zeug, die gehen durch die Messe in Taiwan, was die neuen Scheißdreck haben, so sprechende Blumen auch und sowas schon, so Blödsinn. Und das ist wirklich dann, das kommt 2, 3 Jahre Zeitverzöger bei uns in die Läden. Und da hat es diese 3D-Bilder gegeben. Die hatte ich noch nie, ich bin da vorbeigelaufen, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Das war total eine Sensation, wie die rauskommen. Bis ich dann nochmal rein bin, was ist das eigentlich? Und ich habe damals schon welche mitgenommen zu mir im Laden, weil das nämlich so ein riesengroßes Beispiel war, bei mir bei der Online-Vorführung zwischen echt und unecht. Dass also hier zwei dasselbe sehen und der eine hört was der andere sagt. Ich höre keinen Unterschied, obwohl der Unterschied riesengroß ist. Ich habe da so einfache Beispiele, das ist immer wieder, wenn ich jetzt sage, ich fotografiere den Heiken und ich halte das Foto hin und ich habe das immer mit einer Pflanze, ich habe das schon mal erzählt, ich habe bei mir so eine Kunstpflanze reingestellt, dass ich nicht gießen muss und so eine Staude, die wirklich ziemlich, wenn nicht angefasst hast, ziemlich echt ausgeschaut hat. Dann bin ich bei uns im Fotoladen gegangen, das hat ja nur kein Computer gegeben. In der Form, dass man da riesengroß Foto bearbeiten konnte. Dann habe ich das fotografieren lassen, DIN A4, richtig so, wie es da steht. Das war bei mir in der Ecke gestanden. Und wenn die Leute gekommen sind, sage ich, pass auf, du kennst doch die Suchbilder in den Zeitungen, wo du 2 Bilder hast. Und dann heißt es, wir haben da irgendwas manipuliert in einem Fotostudio, da wurde was wegretuschiert. Wenn du Zug 5 Fehler oder so. Und ich habe gesagt, pass auf, ich habe jetzt hier das Original und an dem habe ich was manipuliert. Ich war bei Münch, das ist in Weißenburg, kennt jeder in Münch, das war damals das Fotogeschäft Nummer 1. Ich war bei Münch und ich habe da was retuschieren lassen. Das heißt, wenn du den Fehler findest, dann kriegst du einen Preis. Dann haben die das Bild in die Hand genommen und dann hast du genau die Pflanze, wie sie da steht, derselbe Blickwinkel. Dann rastest du ab, du schaust das die Blätter an, die Äste an, du vergleichst. Das hat keiner den Fehler gefunden. Jetzt sagt der Fehler ist ganz einfach. Das ist ein Fetzenpapier und das ist das dreidimensionale Original. In dem Moment, wo du ins Detail gehst, unterschlägst du den Träger. Das ist zum Beispiel, wenn du auf Monitor schaust. Die Illusion zu glauben, dass du Fußballer siehst und einen Ball und Bewegung siehst, obwohl du eigentlich wissen solltest, dass sich da auf dem Ding nicht auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegt, wenn du auf den Ding schaust. Weil die Lampen verändern ja nur ihre Farbe. Aber in keinster Weise, dass ich da was, der Finger, wenn ich immer sage, da bewegt sich mein Finger von rechts nach links. Da ist kein Finger. Diese erste Stufe der Vergessenheit ist entscheidend. Das passiert zum Beispiel, wenn du einen Kopfhörer hast. Das passiert, wenn du eine Zeitung oder vom Fernseher glotzt. Ihr Mensch, ich zitiere Jesus aus dem Neuen Testament, ihr Mensch, wirklich übrigens nach Luther übersetzt, ihr Mensch, die ihr auszuleben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr hört laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht hört. Du glaubst jetzt, den Buch zu hören, wenn du genau hinschaust, stellst du fest, dass es ein Loch ist. Du glaubst, den Buch zu sehen, aber wenn du genau hinschaust, ist es ein Buch. Jetzt schau mal, wie top aktuell diese alte Gangster schon vor 2000 Jahren war und sagt, ihr, die ihr auszuleben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Das könnte doch von mir sein, oder? Eigentlich. Das Geheimnis, auch dieser Satz, wahrlich, ich bin jetzt so, wie du in dir bist. Wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Der Udo ist das Beginn. Der Udo, den du jetzt hier aus dem Zentrum herausdenkst, weil du träumst, der ist jetzt nicht im blauen Kopf, sondern das doch beim roten Kopf, weil der Heiko-Kopf, der blaue existiert oder der Martina-Kopf existiert ja auch erst, wenn du dran bist. So wie deine Haare oder deine Brille. Der jetzt deine Information ist, da du ja glaubst, dass der Udo jetzt an Heiko oder an die Martina denkt, muss ja der Heiko und die Martina in dem Kopf kommen. Der wiederum in deinem Kopf. Das sind diese Sätze. Das heißt, ich habe damals schon ganz exakt beschrieben, was mir geht.
Das ist der Trick. Aber jetzt kommen wir zu den Bildern zurück. Also ich sage, du starrst jetzt das nochmal und dann wirst du irgendwann nochmal der Stimme aus der Schlangenlinie, Darf ich mal eingreifen? Ja? Ich kann gar nichts mehr hören. Ich denke mir natürlich, eine Martina, die dich auch nicht hört, die sieht auch so aus, als wenn sie dich nicht hört. Spreche ich aber kratzen drauf. Sprech mal, Martina. Hallo. Jetzt müsste es wieder gehen. Stimmt? Geht's? Ja, besser. Auf jeden Fall. Sehr eingefroren, also als wenn dein Upload nicht in Ordnung ist. Bei mir? Ja. Ich habe jetzt ein extremes Kratzen drauf, Heiko. Hörst du mich jetzt? Besser als vorher. Das ist, wenn die Martina spricht, habe ich ein extremes Kratzen. Na super. Was ich merke zum Beispiel heute Morgen bei dem kleinen Ding, wo ich reingestellt habe, das wollte ich gar nicht reinstellen, weil da so Abreißer drin sind, wo ich mit der Elisabeth telefoniert habe, mit der Inge. Da, wo es ums Grab geht, das wollte ich das gar nicht reinstellen, aber dann war es dann doch interessant, da war meine Stimme oft schlecht. Da, wenn du genau hinhörst, da hatte ich bei mir, immer wenn die zwei nicht gesprochen haben, rauscht es hoch und in dem Moment, wo das rauscht, wird mein Ton schlecht. Und dann sage ich, sag doch mal kurz was, dann sprechen die, sagen, ich höre dich fast nicht mehr und in dem Moment, wo die sprechen, zieht sich das Rauschen zurück und dann ist meine Stimme wieder klar. Jetzt, wie sieht es wieder aus, jetzt ist das Krachen weg. Jetzt ist wieder gut, oder? Also sag was, Heiko, wenn du mich nicht verstehst, sag irgendwas, okay? Ja. Das ist immer, ich merke, wenn Anna nicht spricht von den anderen, dann schwingt sich irgendwas, das habe ich aber mit alle. Also bis auf ganz wenig, da wo eine ganz gute Verbindung ist. Also pass auf, diese Bilder. Okay, ich mache jetzt weiter, bitte was sagen, wenn das nochmal versteht. Diese Bilder, du musst dich einfokussieren, du machst starr deine Augen, dann kommt irgendwann, wenn du da hinspielst, siehst du irgend so angenähert irgendeinen Namen Love in dreidimensionale Buchstaben oder Spirale, du weißt ja, was da alles Mögliche gibt. Und in dem Moment, wo du ein bisschen Ahnung hast, dass das ist, fokussierst du, dann wird es immer klarer und plötzlich hast du das ganz brutal als dieses dreidimensionale Objekt stehen. Das ist jetzt interessant. Und wenn du den Punkt hast, dass das schärfer, dann du einfach einmal nur schauen, ohne dass du dich bewegst, ohne dass die Augen bewegt werden, dass das immer schärfer wird. Dann hast du das wie eine Anstrengung in dir. Und wenn du das lange genug machst, wirst du ganz locker, ganz entspannt. Ja, Udo, der Witz ist, dass ich sogar das Gefühl habe, meine Augen entspannen, während ich das mache. Sag mal, du wirst dann ganz entspannt. Das ist, bist du total anstrengend für viele. Wenn du das lange trainierst, ist gerade das Gegenteil, das sind die zwei Seiten, dass du einen ganz gelassenen Zustand kriegst und jetzt kommt das Verrückte, dass du dann ein dreidimensionales Objekt vor dir hast. Sobald du jetzt den Fehler machst, die Augen wieder irgendwie in den Raum rein fokussieren zu wollen, fällt es sofort zusammen. Wenn du entspannt bist, kannst du nur mit dem Geist an jeden Punkt hinschauen, aber nicht mehr, indem der Mechanismus von den Augen benutzt wird. Es geht dann, was du sagst, sogar so weit, was in einem IMAX ist, in einem klassischen normalen Kino, 3D-Kino, sind die Bilder so gemacht, dass du praktisch wie durch einen Schaufensterrahmen in eine dreidimensionale Welt reinschaust. Das ist die Masse, weil du ja immer so den Bildausschnitt hast in einem normalen 3D-Kino. Und manchmal kommt ein bisschen, wenn was direkt ist, kommt es ein bisschen raus. Aber du schaust eigentlich immer wie durch eine Schaufensterscheibe ins Freie. Ja, genau so. Und IMAX ist, weil der Bildschirm selber im IMAX, der Aufbau, du warst schon mal in einem IMAX-Kino, Heiko? So einem großen IMAX-3D-Kino. Also in Nürnberg ist ja das größte IMAX, gibt es ja in der Form nicht mehr. Das heißt jetzt Cinemagicum, aber wie das noch IMAX war, das ist 3D, das ist die größte Filmleinwand Europas. In Nürnberg im Cinecittà, das ist so hoch, der Bildschirm, die Leinwand ist so hoch wie ein siebenstöckiges Hochhaus. Es ist unendlich imposant. Du hast hier die Leinwand und die Sitze sind nur so. Wenn du hier sitzt, hast du fast durch diese Riesengröße, du bist da nicht weit weg, hast du praktisch, wenn du den Kopf gerade hältst, fast 360 Grad oben und unten vor dir Leinwand, wenn du optimal sitzt. Und das ist jetzt der Hammer. Dadurch kannst du dann auch den Kopf drehen und da ist Folgendes, die normalen haben immer hinter den Rahmen die Sachen im dreidimensionalen Raum. Und die original IMAX-Produktionen, da spielt sich das meiste vor der Leinwand, weil du eben nicht nur in einem Kino sitzt, wo ich durch den Rahmen schauen muss, weil sobald ich aus dem Rahmen rauskomme, ist ja der Effekt weg,
sondern dass dein Kreuz und dein gesamtes Gesichtsfeld durch diese Monsterleinwand abgedeckt ist und du auch den Kopf drehen kannst, spritzt sich fast alles vor der Leinwand ab. Oder durchgehend, die Leinwand siehst du gar nicht. Das ist wirklich ein dreidimensionaler Raum vor dir. Das ist bei IMAX-Produktionen, wo ich gesehen habe, die habe ich noch nie, die Moderne noch nie gesehen, dass das so brutal ist. Hey Gott, das flasht dich dermaßen. Da gibt es einen IMAX-Film, das heißt Fly to the Moon. Das ist ja so halb animierter mit Zeichentrickfiguren. Und die sind, die machen einen Raumflug. Und du musst dir vorstellen, das sieht aus, wenn du so ein großes Steiftier hast. Du kannst dir vorstellen, ein Steiftier, 80 cm groß, total angezogen mit einem Ledertäschchen auf dem Kopf, Aquariumglas wie ein Raumhelm. Dann fliegt diese Fliege vor dich her und die ist 50 cm vor deinem Kopf. Wenn ich jetzt 80 cm Stoffkugel vor dich hinhalte, da kannst du hinlangen. Heiko, ich verspreche dir, die ist vollkommen materialisiert. Das ist wie wenn ich jetzt die Stoffbarbie vor dich hinhalte, absolut materialisiert. Du willst hinlangen und du langst ins Leere. Das meine ich doch mit den Bildern, wenn sich das predigt, ja, hinlangen und langen ins Leere. Ich will dir nur sagen, was mittlerweile technisch machbar ist, wenn du in ein Extrem gehst, immer wieder dieses Verursache. Und das ist jetzt hier, das sind all die Meditationen, dass jetzt, wenn du das Entspannen hast, dass du wirklich in einen Punkt, du musst jetzt vorstellen, du lässt die Augen starr und du siehst jetzt das, was du jetzt machst, dass du reinschaust, wenn du den Kopf drehst und die Augen drehst. Du darfst dich überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist es hier und jetzt. Und du fokussierst, du tauschst nur Bilder aus durch die Blickrichtung, machst du nur noch mit dem Geist. Das kann ich dir zeigen, das kannst du trainieren. Und dann passiert auch das, was du gesagt hast, dass das nicht nur hinter dir, sondern auch vor dir ist. Also vor dem Papier. Ja. Das passiert dann, weil du immer entspannter wirst. Und das sind übrigens all die, bin ich wieder raumzeitlich, das sind all die Meditationsebenen aus einer Sekte in Chartres. Die Kathedrale in Chartres hat hier Bodenfliesen, wo du das perfekt machen kannst. Das kann man nachbauen. Aber das ist, mein Holger zum Beispiel, der hat die erste Zeit überhaupt nichts gesehen. Das war für den eine Überanstrengung, um mal ganz kurz überhaupt zu erkennen, was auf die Bilder drauf ist. Und ist schon wieder der kleinste Impuls, dann ist es wieder weglaufen. Das sind Menschen, die noch sehr festhalten an dem materiellen, dreidimensionalen Welt aus. Und dann irgendwann einmal kannst du die Augen starr halten und dann sagst, boah, das Bild, aber mit einer riesen Anstrengung, wenn du das länger machst, über längere Zeit, dann entspannst du dich total und dann schaust du, wie wenn ich jetzt den Kopf drehe und reinschaue, und es bewegt sich nichts mehr an deinem Körper, den vergisst du vollkommen, du schaust nur noch mit dem Geist, tauschst du die Bilder aus. Das ist alles, all das Wissen eigentlich schon, das jetzt erst mit Computer und 3D Vorstellungen, wie funktioniert es eigentlich physikalisch und Sinn macht. Ich weiß jetzt leider nicht, ich hätte euch das gerne mal mit diesen Dingen geschickt. Ich habe da was ganz was Geiles gebaut im Aufbau auf diesen Bildern mit diesem Quadrat. Das ist das Klassische, wo man spielt hier mit den Farben, die man austauscht im Kopf. Du kannst den mittleren Kreis, der komplett, du hast einen roten Kreis, also drei Kreise, einen roten, einen blauen. Wenn du die jetzt verschiebst, dann kriegst du in der Mitte, sind drei Kreise. Jetzt natürlich, wenn ich mit den Augen das vor mich hinhalte, so wie ich sage, die Hand oder die Mischung in der Mitte, das ist irgendwann einmal, vergisst du deine Augen, dann schaust du mit dem Geist den blauen an, den roten an und den in der Mitte an, der genau gleich sieht, bloß bei dem mittleren, weil der ja eine Mischung aus diesen rechten und linken ist, der eigentlich gar nicht da ist, da außen ist überhaupt nichts. Das ist einmal das Erste, was du begreifen musst. Du machst eine Synthese, diese Synthese kannst du rot-blau-lastig machen und am Anfang wirst du feststellen, das passiert, du schaust, mit Wollen geht da gar nichts. Das ist wie mit der Tänzerin, wenn du das jetzt dann ausprobierst. Die dreht sich und jetzt sagst du, die soll sich andersrum drehen. Du sagst, das geht nicht, das geht nicht. Und irgendwann einmal kannst du wirklich, wie wenn du auf das drückst, nur mit dem Geist, die rechts und links rumdrehen lassen. Du machst was, obwohl du nichts machst. Das ist jetzt fängst du an, mit dem Geist zu steuern. Das sind so die ersten Ansätze, dass man in einen anderen Bereich reingeht. Dann habe ich nochmal. Durch Winkelverschiebungen habe ich dasselbe Bild nochmal gemacht mit Verschiebungen und da passiert jetzt was ganz was Geiles. Du kannst dann das Papier auch vor dir bewegen. Du darfst bloß die Augen und den Kopf nicht bewegen. Du hältst das Papier vor dir und wenn ich jetzt das, ich hole das einmal schnell, muss ich was, wo es steht. Kleinen Moment, bloß das da vorstellen. Fest in der
Vielleicht, dass das Bild nicht einfroren ist. Hallo, hallo. Ich hoffe, dass die es einigermaßen. Schau, das Bild ist eigentlich bekannt. Das ist jetzt das mit den Bunde. Das hast du aber die Kreise, das ist rot-blau. Die kannst du jetzt, wenn die vor dich hinhalst, so fokussieren, dass die weg, bin ich weg? Eingefroren. Nee, bei mir nicht. Dann ist es auf der Aufnahme drauf, wahrscheinlich. Ist okay. Es geht jetzt, das kann man hin, das müsste es vor dir haben. Ist wieder da? Bild wieder da? Hast du mein Bild wieder, Heiko? Ja, bei mir ist alles ganz normal. Okay, ich dann. Ich habe meine Kamera mal kurz ausgeschalten und eingeschalten, aber das ist. Kannst du mal bei dir probieren, dass du deine Kamera ausschaltest, einschaltest? Dass vielleicht was bringt. Schau, Heiko. Ja. Das ist also das Bild, ne? Und das ist also wirklich, wenn du das schildst, hast du hier. Ja, halt mal still. Ich bin schon dabei. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt geht. Probier mal. Geh ein bisschen weiter zu dir. Ja, so ist besser. Ja, ist kein Problem. Dann kriegst du in der Mitte eins, einfach starr halten, kriegst du in der Mitte, kriegst du definitiv hier einen dritten Kreis. Ja. Okay? Und du wirst feststellen, wenn du jetzt den Kopf und die Augen nochmal bewegst, wenn du das längere Zeit anschaust, sind die drei Kreise absolut scharf. Die kannst du komplett scharf machen. Wenn du das im Original hast. Und der eine ist blau, der andere ist rot und der mittlere, wirst du feststellen, der ist eine Mischung, im Idealfall ist er violett. Das ist natürlich jetzt blöd, weil es nicht schön ausgeleuchtet ist. Aber pass auf, ich will dir nur zeigen. Und das Ganze, wenn du anfokussierst, hast du halt dann drei Reihen in der Farbmischung. Und jetzt habe ich hier nochmal ein, die sind jetzt minimal verschoben. Siehst du das? Und das ist, da habe ich lange rumgediftelt. Das ist jetzt genau berechnet. Sieht eigentlich nicht echt viel anders aus wie das. Aber was jetzt passiert, wenn ich das hinhalte, wenn ich das so vor dich hinhalte, dass wenn du die drei Kreise hast, dass das mittlere Quadrat schwebt, materialisiert, ja. Wie wenn ich am Pappendeckel hinhalte, schwebt das, wenn ich jetzt einen beobachte, meinst du, das ist hier? Du hast die drei Reihen, du hast also die Kreise sind hier, drei Kreise, dann hast du drei Quadrate, aber bei dem Diagonal, Rechtecke und bei dem Dreien, das mittlere, das schwebt so ein Stück über, wie wenn ich am Pappendeckel in der Luft schwebend habe. Und du kannst dann das sogar hin und her bewegen und es schwebt, das hebt dich raus, es schwebt wie ein Pappendeckel über dir drüber. Tust du mir das bitte, Schwarzi, wieder hinter den Koffer? Vielleicht, wenn es einmal sein sollte, dass wir hier wieder irgendwie ein Blindfeld oder was haben. Heiko, wenn mich daran erinnerst, bringe ich es mit. Bring ich es mit, ja. Das habe ich in Almena schon dabei gehabt. Das ist so verblüffend, weil das sind ja, du siehst, ich habe auf dem Papier, das ist nicht aufgezeichnet, habe ich im farbigen Pappkarton, habe ich das draufgeklebt. Du siehst, dass auf dem weißen Papier diese farbigen Pappkartonscheiben sind. Und wenn du das sieht man, dass das nicht nur gezeichnet ist. Und der mittlere, der dritte, der entsteht, es ist genau wie wenn ich jetzt das Ding wirklich frei schwebend am Pappkarton hätte, der ist voll materialisiert. Und dann langst du, wenn du den in die Hand hast, wirst du den anfassen, als wenn vor dir dieses ausgestellte Pappkartonstück mit einem 10 mm oder was die dickere Pappe da ist. Es ist, wenn du so materialisiert unmittelbar vor dir was hast, wo du hinlangst, wo wirklich durchlässig ist, schockiert total. Das geht nur mit dem Geist, nur immer Augen einfach starr halten. Jetzt merkst du, wie eigentlich hier im Kopf schon alles nur auf den Kopf stellen kannst. Da ist halt immer noch das Gefühl, wenn ich die Hände ausstrecke und so mache, dass das vor mir ist. Aber was ich abspiele, spiele ich immer hier. Und weißt du, was noch schön ist bei diesem, wenn es nach vorne geht, wo du reinlangen kannst? Manchmal gelingt es mir, dass du siehst, wie sich einzelne Schichten aufbauen, wie hintereinander, also voreinander. Also du ich wende jetzt meinen Arm, wenn ich jetzt nochmal aufstehe. Ich kann dir so einen Stapel solche Bücher zeigen, die sind jetzt, wenn ich hier rüber. Einen halben Meter, wenn ich einen längeren Arm hätte, hätte ich es in der Hand. Die stehen nämlich genau da in meinem Bücherregal. Das ist so faszinierend. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Das ist natürlich jetzt mit Holofeeling kriegt das also einen ganz anderen Hintergrund mit den Erklärungen. Aber die Sachen sind alt schon, wie gesagt, es geht bis die Meditationen, dass den Geist, den Körper komplett einfrieren
unbeweglich machen und dann nur noch den Geist bewegen. Und es bewegt sich jeder Geist. Heute Morgen, was ich reingeschrieben habe, wo dann hier Geist bewegt sich nicht. Ja. Und dann doch wieder, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Sobald sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich auch nochmal. Das ist die verborgene Harmonie der Dinge. Die absolute Bewegung und die Nichtbewegung ist dasselbe, so wie das Nichts und das Alles. Ja. Das kann ich nicht oft genug sagen. Das ist, wenn wir Worte benutzen. Früher habe ich doch immer gesagt, ich erkläre jetzt ganz schnell in 5 Minuten, was Gott ist. Gott ist dasselbe Wort, dasselbe wie Wetter. Dann schauen die Leute. Ja, was ist Gott jetzt? Wenn ich Gott sage, ist das für dich ein Geräusch. Wir können ein geschriebenes Wort rausmachen. Wie Ort. Ja. Wie Ort. Ein doppelt aufgespannter Ort. Gott ist dasselbe diesbezüglich, weil beides ist ein Geräusch. Das ist jetzt schon wieder überordnet. Ein Geräusch, gibt viele verschiedene Geräusche, aber jedes Geräusch ist ein Geräusch. Ja. Okay, und dann erkläre ich doch immer zuerst einmal das Wetter. Du hast noch nie Wetter gesehen. Wenn du vom Wetter was siehst, Sonnenschein, Regen, Schnee, Graube, diese Bilder, die du siehst, diese Vorstellungen, das sind alles Facetten aus diesem Begriff Wetter. Du hast da noch nie deine Küche gesehen. Wenn du von der Küche was siehst, das, was du siehst, der Kühlschrank, der Herd, was auch immer du anschaust, ist ja keine Küche. Dass du mal begreifst, was eine Kollektion ist. Ja. Du merkst schon, die hochgebildetsten Menschen der Welt sagen zu irgendwann, du hast noch nie deine Küche gesehen. Weil die das Prinzip der Kollektionen begriffen. Obwohl sie wissen es nicht, obwohl sie es eigentlich wissen, wenn ich es genau erkläre. Ja. Und ich sage, das Wort Gott ist die Kollektion aller Kollektionen. Das ist das Spiel dabei. Das ist eigentlich das, der Urknall, bevor der geknallt hat. Wenn der Urknall unendlich viele Teile zerspringt, der zerspringt zuerst einmal in Kollektionen. Diese Kollektionen sind voller Kollektionen, kleinerer Kollektionen, die wieder, wir können jetzt sagen, Universum, Planetensysteme, Planeten, Städte, Länder, zuerst einmal Städte, Straßen, Häuser, Wohnungen, Zimmer in den Wohnungen und jetzt beginnen erst die Bilder. Ja. Aber was du siehst, ist immer hier und jetzt. Darum kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die Dasse ist Weißenburg. Ja. Das ist nicht einmal die Dasse, weil das schon wieder, wenn ich immer sage, du kannst das Haus nicht sehen, in dem du wohnst. Wenn du ein Bild hast, ist es nicht das Haus. Das Eingang, ja. Hauseingang, Hinterseite, du siehst Bilder, du kannst auch innen reinschauen. Ja. In die Tasse. Das heißt immer, du musst dir immer was vorstellen. Und sage ich dann wieder auf der anderen Seite, du kannst in einen Apfel nicht reinschauen. Ja, wenn ich einen Apfel vor mir habe, ich kann dann doch auseinanderschneiden. Ja, wenn du den auseinanderschneidest, siehst du wieder bloß Oberfläche. Ja. Du kannst immer bloß was vor dich hinstellen und anschauen. Wir reden von dem, was ist. Das, wenn du mitgehst, ist natürlich alles logisch, aber was das für dich letzten Endes bedeutet. Ich habe das heute wieder gehabt am Stammtisch hier mit meinem Frenki. Das ist so eine Kleinigkeit, weil er dann zu mir sagt, hast du schon gehört, jetzt sehen sie überall UFOs. Ich sage, naja, die jetzt das sehen, ich sage jetzt einmal, du äußerst, dass du hier in der Zeitung irgendeinen Bericht anfokussiert hast, dass man UFOs gesichtet hat und weil du resoniert hast, laufen jetzt immer mehr Berichte, wo du reingehst ins Internet, du suchst ja förmlich selbsterfüllende Prophezeiungen, erinnere dich, wo ich sage, vor 20 Jahren in Almena in Hamburg wurde irgendein Kind auf dem Spielplatz von einem Kampfhund angefallen. Das war groß in der Zeitung und in den Nachrichten. 3 Tage später wurde ein Kind in München von einem Kampfhund angefallen. Dann wieder in Berlin. Plötzlich waren nur noch Berichte da, dass die Leute vom Kampfhund angefallen. Ja. Jetzt aktuell vor 14 Tagen ist irgendeine Messerstecherei gewesen. Fast jeden Tag in der Bildzeitung war eine neue Messerstecherei. Dann, jetzt gibt es wieder gar keine Messerstecherei mehr. Das ist das Prinzip. Dann bricht in Bad Dölz eine Turnhalle welcher Schneelast ein. 2 Tage später, glaube ich, in Dresden hat irgendwas eingebrochen, welcher Schneelast. Plötzlich brechen die Häuser ein, weil so viel Schnee auf den Dächern liegt. Was ist die Ursache? Du resonierst auf etwas. Wenn du da nicht resoniert hättest, wäre das so schnell, wie es auftaucht, wieder weg gewesen. Ja. Und weil du dich entweder positiv oder negativ einklingst, wiederholt sich das. Ja. Und der Frenki sagt, jetzt zur Zeit werden überall UFOs gesichtet. Dann sitzt gleich, was, wenn wer dort gesessen ist, die Corinne in meiner Welt nicht, die hat den Bericht nicht gelesen und die hat da resoniert und plötzlich wiederholt sich das. Ja.
so simpel zu durchschauen, Heiko. Das werde ich immer meine Marion, weißt du, wie oft wir sagen, selbsterfüllende Prophezeiung? Das ist so unglaublich. Das ist Beispiel. Wir gehen am Neujahrstag, gehen wir morgen spazieren. Dann liegen doch überall diese Raketen am Boden rum, wo runterfallen. Dann sind wir so im Gespräch, jetzt nicht werden, ganz einfach, wo ich dann sage, hier, naja, das ist jetzt, wenn man jetzt denkt, nicht nur welcher der Kracherei, wir machen ein Schnickstackgespräch, sage ich, das, was das in ganz Deutschland, was ich mir jetzt ausdenke, was für Tonnen Papierzeug das ist, was dann irgendwelche Leute wegrammen müssen. Aber darum geht es gar nicht, sage ich, das ist nur Tradition. Was dann, wenn übel ist, dann gehen wir an einen Haufen vorbei, wo die Leute, die sogar noch die Lidl-Düte dort gestanden ist und die ganze Verpackungsmaterial. Ich sage, es ist ein Unterschied, ob man mit einer Tragetasche rausgeht und ein Haufen Zeug losballert und das fällt dann irgendwo runter, die Raketen. Das ist die eine Seite. Aber wenn einer dann die Lidl-Düte und das ganze Verpackungsmaterial noch auf der Straße liegen lässt, ich sage, das müsste eigentlich in meiner Moral nicht unbedingt sein. Weil das kann ich doch wieder mitnehmen. Ich verlange jetzt nicht, wenn einer hier 50 Raketen hochhaut, dass er die Gegend absucht, wo die runtergefallen sind, die stecken. Aber doch die Lidl-Düte und die Plastiktüte und den ganzen Scheißdreck, den können wir doch wirklich mitnehmen in der Stadt. Und dann kommen wir so, das war jetzt nicht kritisieren, sondern meine Moral. Aber an und für sich ist mir wurscht. Und dann erzähle ich meine alte Geschichte mit meinem Professor Rainer, wo wir durch den Stadtpark laufen sind mit der Marlboro-Schachtel. Ich muss die nicht nochmal erzählen, die können die. Und während ich diese Geschichte der Marion nur anspreche, die kennen die Marion ja auch, die ist ja uralt, ich sage bei dem Verpackungsmaterial, da können wir uns jetzt drüber aufreden, Schwatz, oder wir können das machen wie meine Marlboro-Schachtel-Geschichte. Okay? Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, schaue ich auf den Boden, liegt unmittelbar vor mir, ich muss fast aufpassen, dass ich nicht drauf will, der Marlboro-Schachtel. Da kommt eine Marlboro-Schachtel. Und die Marion sagt wieder, denken und materialisieren. Das ist Ding, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn du da mal aufpasst, was mir, dass wir über irgendwas reden. Und ich weiß jetzt gar nicht, was im Ding nicht, wie oft bei mir ist, dass ich irgendwas erkläre und dann kommt irgendwie so ein Beispiel, ganz selten ein Film, ein ganz alter Film, der schon ewig nicht mehr gelaufen ist. Und ich rede und die Marion setzt sich, die Leute gehen aus der Tür raus und die Marion setzt sich hin, schlägt die Fernsehzeitung auf, sagt, der kommt halt auf. Der ist schon 50 Jahre nicht mehr gelaufen. Dann sagt sie, grinst und sagt, denken und materialisieren. Und das häuft sich plötzlich, weil du das Prinzip der Resonanz verstehst. Cool. Also die Welt, das materielle Weltbild, mit dem wir ein hier und jetzt ausgedachtes Leben vor Hodophilen gelebt haben, das löst sich immer mehr auf. Es raus, dann runter an einen entscheidenden Punkt, dass ich jedes Mal sage, fast jeden noch auf dem Stammtisch, mach dir bewusst, und ich lasse mal die sinnliche Wahrnehmung auf der Feuerbrille weg, wir gehen nur in die Welt, wo du bewusst denkst, ob du was liest, ob du da sitzt, ob du im Internet eine Seite anschaust und dir jetzt was ausdenkst aufgrund von Worten, ob die auf einem fetzen Papier sind, ob du die hörst oder ob das irgendwie auf einem Monitor auftaucht würde. Wie unendlich geistlos ist einer, der glaubt, er hätte mit dem, was er jetzt denkt, nichts zu tun. Zu glauben, du hättest mit deinen Gedankenvorstellungen nichts zu tun, die wären doch gar nicht da, wenn du sie nicht denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist eine totale Entgeistigung. Und jetzt denk an ein heliozentrisches Weltbild. Du hast jetzt Worte gehört und jetzt stell dir das vor. Du meinst, das war doch schon, bevor ich das gedacht habe. Das ist das Geschwätz vom Zweiten. Und die Wassermoleküle und die Atome und die Vakuumfluktuationen. Die Vergangenheit und der Cäsar und der Hitler. Ja, aber mein Opa war doch in der SS. Alles nur Worte, die du vom Hörensagen kennst. Und du magst Vorstellungen draus. Du meinst, diese Vorstellungen waren schon, bevor du sie gedacht hast. Wenn wir wieder an mein berühmtes grünes Massmännchen denken, ist dir klar, dass das nicht gibt, wenn du nicht dran denkst. Aber wer bestimmt jetzt, was von den Dingen, die du jetzt denkst und dadurch ins Leben rufst, welche schon da waren, bevor du sie gedacht hast und welche nicht? Auch du. Die zwei Arten von Mensch. Mensch erkennt dich selbst, der Udo sagt, ich erkläre dir, was du bist. Das ist der Rode. Und die zweite, der Mensch ist das Maß aller Dinge, das ist dein blaues Ich, dein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm.
es für dich wird immer alles genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Egal, was irgendwann erzählt, du bist die letzte Instanz für das, was dann wichtig ist oder nicht. Weil du auch bestimmst, wer Recht hat und wer nicht Recht hat und wer mächtig ist und wer nicht mächtig ist. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn ich dann immer noch ganz klar sage, wenn der unheimlich gescheite Udo auftaucht, so ein Gescheit gehört dann ein Dummkopf. Aber irgendwas ist in dir drin, dass du dann vielleicht glaubst, ich bin der Dummkopf. Es gibt aber auch Leute, wo der Udo auftaucht, wo die sagen, was ist das für ein Arschloch, weil sie nämlich sagen, ich bin der Gescheite. Wir brauchen die Vielzahl. Aber wer bestimmt es? Immer der, der momentan aktuell sich das anschaut und ausdenkt. Ja. Das zu verstehen, Heiko, ist das Schwierigste überhaupt. Viel schwieriger wie Wörter aufeinander oder sonst was. Weil das so offensichtlich ist. Das ist wie mein berühmtes Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Dieses Symbol. Da ist man so, was meinst du, wie viele Fehler du hast? Wie geht es mit Holger zum Beispiel? Und dann haben wir das Thema über Probleme. Das war halt mit Wahrheit. Da sagt, schau mal den roten Golf an. Schau dir den roten Golf an, das ist jetzt dein Problem. Wieso ist das mein Problem? Wie oft hast du von mir schon gehört, das Problem heißt das Vorgelegte. Jeden Moment, jede Wahrheit, das von der Birgit heute Morgen, eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Wenn man sagt, es gibt keine Wahrheit, wie definierst du Wahrheit? Eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Das ist ein Moment, der in dir auftaucht, den du wahrnimmst. Das heißt, alles, was du siehst, selbst ein Hauch von Hunger, der in dir auftaucht, dieses Gefühl ist in dem Moment schon eine Wahrheit, weil du es wahrnimmst. Ja. Das ist kein Geräusch und kein Bild, es ist bloß ein Gefühl. Und dieser Reizauslöser, was du sagst, ich muss mir jetzt ein Brot machen. Warum ist der Gedanke jetzt dir eingefallen? Weil du reagiert hast auf ein Gefühl, das du wahrgenommen hast. Das ist die feinste Ebene von Information, sind diese Gefühle auch von, wenn man einmal so ein Leck-mich-am-Arsch-Gefühl, so eine Melancholie in sich hat, wenn man da sitzt, die bestellt und nicht abholt, dir geht es eigentlich nicht schlecht, du hast da keine Schmerzen, aber du fühlst dich irgendwie so tatschig, so melancholisch, so deprimiert, so man kann so ganz, man fühlt sich, ich benutze fast einmal, man fühlt sich scheiße, obwohl man keine Schmerzen hat. So unzufrieden, so, es muss doch irgendwas passieren. Man wartet, ich sage mal, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Man weiß nicht einmal, auf was man wartet. Bloß das, was jetzt ist, ist scheiße, obwohl eigentlich Normalzustand ist. Kennt doch jeder. Und dann hat man wieder, wenn man was entdeckt, eine Hochphase, das am fast zerreißt. Martina, kennst du, wenn du ein bisschen in die Wörter reingehst, die Freude, die man hat, wenn die Heurikas kommen. Man sucht und es setzt sich doch alles von selber zusammen. Ich nehme immer gerne das Wort Diana, aber das gilt für dich genauso. Du weißt, was du magst, du schlüsselst auf, du schaust, hebraisierst, dann schaust du da noch und irgendwie, was du nachschaust, es passt immer, ist dir das schon aufgefallen mit Holophilie? Ja. Du musst nicht einmal was machen. Ja. Das ist eigentlich schon der Haareffekt, was der deutsche Wort und ich sage jetzt, Mensch, da schaue ich mal nach, wenn ich das hebraisiere. Das war zum Beispiel hier mit dem Camp, wo er was reingeschrieben hat, wo ich dann hier sage, mit den Tieren, es wird immer so sein, wie du dir das ausdenkst. Und dann hat auch der irgendwie mit Patt hingeschrieben. Ja. Dann hat Andreas Stein gedochtes Patt, 80, 400, 400. Das hast du ja zerbröselt. Ja. Jetzt pass auf, ZR, die Geburt einer Berechnung, heißt Zur, heißt ja zu Form werden. Ja. Zu Form gewordene Brösel, zerbröseln. Dich Geist zerbröselt, jetzt zerbröselt es dich in drei Gedanken. Du denkst jetzt an die Martina, an den Heiko und an den Udo. Ja. Dich hat es zerbröselt. Ja. Zur Form gewordene Brösel. Ja. Aber jetzt ist interessant, wenn man das mit 99 hinschreibt, 80, 99, dann hast du Schwätzer. Es sind alle, die in deinem Traum auftauchen, sind Schwätzer, auch der Udo. Weil die Figuren in einem Traum wissen noch gar nicht, was sie tun. Erleben du das doch bloß der Geist, der das erlebt, der träumt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals eine Information. Ja. Informationen haben auch keine Schmerzen. Die spüren nichts, die sehen nichts, die hören nichts. Die machen nur den Eindruck, du bist derjenige, der sieht, du bist derjenige, der hört und der, wo was spürt. Nur der träumende Geist erlebt den Traum. Alles andere sind oberflächliche Interpretationen. Das ist, wenn ich tausendmal sage, wenn wir jetzt wieder in die normale Vorstellungswelt gehen, wenn du Zahnschmerzen hast, dir sollte klar sein, dein Zahn hat die Schmerzen nicht, du hast sie. Und wenn du Kreuzschmerzen hast, das Kreuz hat auch keine Schmerzen, das sind ausgedachte Dinge, du hast sie. Ja. Weil
Spüren kann nur Geist was. Das Auge sieht nichts, du siehst. Das ist so, es ist zu einfach für kompliziert Denker. Du musst wieder lernen, einfach zu denken. Es ist dieser komplette entspannte Zustand, wenn du aufhörst zu werden und du lässt es geschehen. Und dann spielen wir unten die Rolle weiter mit unserem Bäckchen, mit Nachschauen, wo ist jetzt das in China, jetzt ist es in Holland. Du weißt, Heiko, das ist alles okay. Du musst es nur bewusst machen. Die Fähigkeit, deine ständig wechselnden Informationen, die hundertprozentig sicher hier und jetzt sind, um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, gedanklich, macht dich zu dem Gott für die Welt, die du um dich herum ausdrückst. Ja, so ist das Leben. Jetzt schauen wir mal weiter. Ich klinge mich jetzt aus. Ich wünsche auf einen guten Weg, Heiko. Du hast schon längst bei mir und bist. Du hast mich noch gar nicht gekannt. Das ist heute mal die Katrina da aus Pforzheim. Und die sagt da, die, wenn erzählt, die ist ja viel immer im Hintergrund, die Katrina. Die sagt, die hat gesucht und dann war ganz anders, kriegt sie von einer bekannten Seite und um die Seite ist gar nicht gegangen und da waren unten links und da war ein Link, da hat sie draufgeklickt, das war Holofeeling. Das ist, ich höre dann immer dasselbe, die lesen ein bisschen rein in ich bin du und die sagen, das ist es, das ist irgendwie anders. Das ist die eine Seite und die anderen sagen, was ist das für Scheiße? Und die, die sagen, das ist anders und dann nicht gleich wegklicken, die beißen eigentlich schon. Da kommt man dann irgendwie, kann man, da sind viele, die sind dann, kenne ich Heidemarie zum Beispiel, die eine Phase gehabt hat, wo sie sagt, das ist der Teufel, die sind alle wieder ganz klein kariert, 10, 15 Jahre später tauchen die alle wieder auf, die drehen alle ihre Schleife, wenn sie mal haben. Das ist, man zieht sich dann zurück, weil ich immer wieder sage, das Leben spitzt, dein Leben, das du zurzeit spitzt, spitzt du ganz allein. Da nützt dir Kassette, da können wir uns gegenseitig bereichern, wenn wir Fiegensteins treffen oder jetzt im Blindfeld vielleicht. Ist da schon was ausgemacht, Heiko? Ja. Das Haus kenne ich übrigens. War da noch nicht drin, aber ich weiß, wo es ist. Also kann ich genau, wo man vorbeifährt. Ja, dann. Ja, das ist für mich. Das schauen wir noch. Das ist, passt mir, weil das ist ja von vornher gleich. Okay, ich klinge mich aus. Danke dafür, für die Hinweise, für alles. Du ist es immer, das ist alles irgendwie schon mal angesprochen gewesen, aber es ist halt so unheimlich viel und so, es wird nicht mehr, wenn man noch mehr macht. Man muss selber, je nachdem, was du magst, du hast dein Leben. Martina hat andere Interessen, was zu lernen wie der Heiko. Da geht es nicht drum. Mach das, was dir Spaß macht. Du lernst, wenn du Spaß machst. Ob du einen Computer rumfrimmelst oder an Worten rumfrimmelst, das sind alles wichtige Teilchen. Darum haben wir ja verschiedene Leben für verschiedene, dass wir verschiedene Interessen ausleben können. Und man kann sich dann irgendwann einmal die Sichtweisen der anderen, wie ich immer das nenne, zu eigen machen. Das heißt, genau. Das sind auch Puzzlestückchen. Genau. Alles zu seiner Zeit. Ja. Ciao. Tschüss. Hat man heute gehabt. Na, es hat mich so noch mit, jetzt hat man keinen Ruf lassen mit den 3D-Bildern. Na. Dass das nach vorne und nach hinten geht. Ah, jetzt habe ich ein bisschen was. Ist gut.